100 Jahre ist Terfehn mittlerweile alt. Neben mir steht Andreas Teppler, der Geschäftsführer von Terfehn. Hinter Herrn Teppler sieht man auch die schöne alte, ich sag mal, Kulisse von Terfehn. Ich weiß gar nicht, von wann das ist. Herr Teppler, Sie können uns das bestimmt verraten. Das ist ein Foto aus dem Jahre 1953, ein Bild aus dem Erdgeschoss unseres Kaufhauses. Terfehn gibt es 100 Jahre. Wie hält man sich so lange aufrecht, sag ich mal, in Hamm? Naja, wenn man 100 Jahre in dieser Stadt ist, dann hat man den Vorteil, dass man relativ genau weiß, was die Kunden möchten. Und wenn man sich ein bisschen am Kundenwunsch orientiert, dann ist es auch keine große Schwierigkeit, 100 Jahre alt zu werden. Selbstverwirklichung im Einzelhandel heißt ja nicht unbedingt, dass ich das machen möchte, was ich gerne haben möchte oder was ich persönlich an Produkten brauche, sondern in dem Fall heißt es natürlich, den Kundenwunsch zu erfüllen. Ja, von außen die Fassade sieht etwas altertümlich und älter aus, aber man weiß, in drinnen Terfehn ist ein modernes Kaufhaus. Welche Kundschaft haben Sie denn, jung und alt oder sind das doch eher die Älteren, die einkaufen? Die Kundenschicht spiegelt eigentlich den Querschnitt der Hammer Bevölkerung mittlerweile in Gänze ab. Also nicht nur besondere Altersstrukturen sind hier vertreten oder besondere Einkommensstrukturen, sondern es ist wirklich mittlerweile ein sehr interessanter und spannender Abgleich der Gesamtbevölkerung. Also wir begrüßen ja das Neugeborene quasi mit der Babyabteilung und wie ich immer so nett sage, mit dem langen Beinschlüpfer machen wir die eine oder andere ältere Dame durchaus glücklich. Ja, Terfehn, wenn man durchs Kaufhaus Terfehn geht, dann sieht man, man kriegt ja wirklich alles. Also da gibt es ja fast nichts, was man nicht kriegt. Ist das auch mit einer Erfolgsstrategie? Ja, für unser Haus auf jeden Fall, weil es gibt natürlich sehr viele Unternehmen, die sich spezialisiert haben und durch diese Spezialisierung passiert vor allen Dingen eins, gewisse Artikelgruppen fallen völlig raus aus dem Stadtsortiment, weil es dafür keine Spezialisten am Ort gibt. Und dann sind natürlich solche Häuser wie unser Haus von besonderer Bedeutung, weil sie eben diese vielen Lücken, die dadurch entstehen, sinnvoll schließen. Wo kommt eigentlich der Name Terfehn her? Das wissen vielleicht auch viele gar nicht. Na, das Kaufhaus heißt eigentlich gar nicht Terfehn. Das Kaufhaus heißt eigentlich Kaufhaus für jedermann. Aber die Firmenbezeichnung ist Kaufhaus für jedermann Egbert Terfehn GmbH. Und der Gründer ist ein Herr Egbert Terfehn gewesen. Und daraus hat sich dann nachher dieser Slogan abgeleitet, alle gehen zu Terfehn. Und somit heißt das Kaufhaus im Volksmund Terfehn. Wie sieht die Zukunft von Terfehn aus? Weitere 100 Jahre oder was ist geplant? Naja, also über die Zukunft von Terfehn ist es sehr schwer zu spekulieren. Wir haben ja in den letzten Jahren die Kaufhalle und das Hortenkaufhaus verloren. Das Hortenhaus wird ja gerade im Moment in unserer Nachbarschaft abgerissen und durch ein Kultur- und Bildungszentrum ersetzt werden. Ich mag nicht darüber spekulieren, welche Unternehmen noch alle vor uns sterben wollen. Wenn ich unsere Stärken sehe und unsere Verbindung zum Ort sehe, kann es durchaus sein, dass der eine oder andere noch die Türen schließt in der Zeit, wo wir noch hier am Ort sind. Die Gründer, die das 1907 gegründet haben, was sollten die wohl für eine Vorstellung von dem Jahre 2007 haben? Und genauso fällt es mir schwer, eine Vorstellung zu haben, wie das Jahr 2107 aussehen wird.